Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Supremacy 1914. Hier, wie ihr sehen könnt, die Runde mit Litauen. Und ja, es gibt im Momentan Krieg gegen Ägypten. Es war ja eh nur eine Frage der Zeit. Aber Amerika kommt hier jetzt auch schon, läuft jetzt auch schon an. Und Norwegen hat hier halt auch schon ein paar Schlachtschiffe produziert. Und ich produziere hier auch einen Bomber. Und hier unten, nee, hier glaube ich noch nicht, genau. Hier muss ich noch die Fabrik upgraden. Und ja, also hier unten, der hat zwar weniger Truppen und genauso viel Artillerie hatte er am Anfang, aber er hat eine bessere Moral als ich jetzt hier auch mit 60%. Und deswegen ist halt seine Artillerie nicht so schnell down gelangt an meine, und jetzt bin ich halt in Unterzahl und holen, ja, es sind halt auch junge Truppen da rumstehen und ja, die werden auch alle weggebombt. Hier ja, hat er schon ganz viele Truppen versammelt, aber hat er nicht angegriffen. Ich glaube, da hat er auch schon 30 Truppen, der da schon mal 35 hätte er eigentlich. Die einfach da rumstehen lassen, das ist ja auch nicht gut. Der versucht jetzt über, ja, Frankreich aus anzugreifen, genau, aber der hat dann auch abgenommen, ist mir jetzt aufgefallen. Und ja, Österreich-Ungarn bin ich komischerweise irgendwie mit dem Krieg gekommen, wahrscheinlich war in Köln. Ich hatte hier nämlich Truppen nach Straßburg geschickt, weil der Norweger da Hilfe brauchte. Und die Truppen, Libyens Truppen, haben dann Köln angegriffen und waren dann im Kampf mit Österreich-Ungarn. Ich hatte bei Österreich-Ungarn aber noch ein Wegrecht, aber weil die am Kämpfen waren, meine Truppen dann auch noch dazugekommen sind und ich vor allem bei dem Libyer kein Wegrecht hatte, haben sich meine Truppen in den Kampf eingemischt und haben so automatisch Österreich gekämpft. Das vermute ich mal, so ist das der Krieg entstanden, aber da kann mir eh nichts anhaben. Österreich. Und ja, genau, ich habe dann auch letztens eine Seeinvasion gemacht von nur 10 Leuten. Das hat aber nicht hingehauen. Und ja, deswegen habe ich jetzt noch eine größere gemacht mit 56 Divisionen. Und ich habe hier schon mal ein bisschen an der Grenze mit dem Flugzeug ausgespäht. Und der hat hier nicht so viele Truppen. Der produziert da eher seine Artillerie. Hier. Da wird er wahrscheinlich jetzt auch einen Bomber oder so produzieren. Und hier baut er ja einen Hafen. Da will er wahrscheinlich Schiffe produzieren. Warum lag das gerade so? Deswegen muss ich halt so schnell wie es geht hier Ankara erobern. Ja. Und hier oben, mal gucken, was hier oben so passiert. Er hat halt 5 Artillerie. Ja, mal gucken. Aber eine Artillerie schicke ich ja hier gerade als Verstärkung, genau. Und ja, hier sammle ich gerade noch restliche Truppen. Vielleicht schicke ich die noch hinterher. Aber die nächsten Truppen sammle ich eher, um hier den Polen mal ein bisschen zu helfen. Alles leckt ja gerade komplett rum. Und ja, also auf jeden Fall Artillerie produziere ich halt auch. Versuche ich durchgängig zu produzieren. Aber ja, es fehlt halt ein bisschen das Öl, ne? Weil ich... Ich habe ja auch als Kernprovinz auch keine Ölprovinz und das ist dann auch schon natürlich ein Nachteil. Und ja, erobert, so viele Ölprovinzen habe ich jetzt nun auch nicht erobert. Die haben sonst Norwegen, Polen oder die KI, glaube ich. Hat die noch Öl? Nee, auch nicht. Nee, glaube ich nicht. Und ja, also... Ja, genau. Norwegen führt ja nebenbei noch Krieg gegen Rumänien. Sieht im Moment nicht so gut aus. Hier waren ja die Truppen eingeschlossen. Da hat er sich mittlerweile befreien können. Aber ja, da sind seine Truppen eigentlich fast alle weg. Und ja, hier ist halt so seine Hauptstreitmacht hier oben. Und ja, genau. Der Kanadier greift halt, also Südkanada und Nordkanada ist das ja, greift die an. Und muss sie halt unbedingt immer an See abfangen. Weil... Sonst, wenn die einmal gelandet sind, dann ist das schlecht. Ja, deswegen. Aber mir ist, glaube ich, auch aufgefallen, ich bin in der Europa-Koalition. Und ich glaube, wenn man die Europäische Koalition, wenn es so eine gibt, ist immer, wird
immer, ich sag mal, von Amerika und Afrika gesandwiched, sag ich mal. Ja, weil in eigentlich fast jeder Runde, wo ich ein Land aus Europa gespielt habe oder ja, da zum Beispiel in der Deutschlandrunde, da war es nicht so, aber eigentlich in fast allen Runden, die ich gespielt habe, zum Beispiel in Nordafrika, da haben wir mit Amerika auch Europa angegriffen, die Europäische Koalition, und das war in den anderen Runden fast alle eigentlich auch so. Also ich glaube schon, dass Europa da ziemlich so ein, ich sag mal, Opfer ist, die Koalition da. Ja, ja, weil wenn einer, der ganz Europa erobert hat, das ist dann natürlich nochmal anders. Der kann ja da dann, glaube ich, dann auch mehr, sich mehr entfalten, mehr Artillerie produzieren. Ne, deswegen, dafür hat er halt richtig viel Land. Und in der Gruppe ist es dann halt immer so, in der Koalition, dass man dann halt weniger Ressourcen hat, weil die Bündnispartner die Provinzen erobern und auch ein paar Provinzen einen sozusagen wegnehmen. Ne? Und ja, dann hat man am Ende zusammen in der Koalition genauso viel wahrscheinlich wie ein Spieler, der so viel Land erobert hätte. Und ja, nur deswegen ist halt Koalition halt auch immer gut, wenn man zusammenarbeitet. Dafür ist sie auch da. Weil ohne Zusammenarbeit ist das auch in der Koalition wirklich schwierig. Und ja, genau. Nordafrika hat ja auch eine Koalition und es ist ja nicht ein Spieler, der hier uns angreift. Und deswegen haben die genau das gleiche Problem. Und ja, und wir kämpfen halt nicht alle zusammen an einer Front. Aber ja, also ich glaube, der Ägypter, der will die hier eh nur auf Schach halten. Der wartet eh, glaube ich, bis hier Libyen Polen einnimmt, weil ich will den jetzt nicht schlecht reden, aber Polen ist nicht so kompetent, sag ich mal. Er baut halt hier Fabriken überall. Hier hat schon Fabrik Level 3, hat einen Flughafen, aber er muss auch mal Artillerie produzieren oder so. Ne? Weiß nicht, was er will. Er hat halt auch ganz, ganz spät angefangen, Fabriken zu bauen. So, ne? Er hatte zwar richtig viel Kavallerie, aber ja, die hat er ja dann auch, ja, war dann einmal sinnvoll und dann waren die auch weg. Ja, und dann war es auch schlecht. Und Norwegen geht. Der produziert auch Schiffe, so wie wir es abgemacht hatten. Und ja, wie es sich für eine Seenation gehört, sage ich jetzt mal. Aber ja, also ne, mit Polen da kleines Problem, sage ich jetzt mal. Er hätte halt, das habe ich glaube ich im letzten Video auch schon gesagt, früher Artillerie produzieren müssen, ne, weil er hat ja jetzt noch gar keine Artillerie, glaube ich mal. Also ich habe noch keine gesehen. Ne? Und ja, mal gucken. Ja, aber auf jeden Fall würde ich dann auch hier meinen Panzer in, wo ist das? Genau hier. In 1 Minute und 6 Sekunden ist sie fertig. Und jetzt sind es genau noch 1 Minute. Dann ist die Artillerie fertig. Und dann produziere ich hier den Panzer. Kann ich auch noch gar nicht. Okay, stimmt. Muss die Fabrik noch upgraden. Genau, okay. Da habe ich ja richtig reingeschissen. Wo kann ich denn da noch einen Panzer bauen? Anscheinend kann ich keinen Panzer bauen. Okay, egal. Oder hier oben? Nee, da auch nicht. Hier ist überall was in Produktion. Ja, weil es ist auch wieder nur eine Frage der Zeit, bis Ägypten hier irgendwie mit einem Panzer ankommt. Und ja, deswegen, ja, ich sag mal jetzt, also dass, ja, ich dann, wenn hier die in Tschern, nee, ich vertippe mich die ganze Zeit, Poltawa, das fertig ist, die Fabrik Level 3, dann werde ich da einen Panzer versuchen zu produzieren. 16 Stunden und hier die Fabrik 15 Stunden. Und der Bomber noch einen Tag war das. Ja, das dauert zu lange. Da warte ich, bis die hier fertig ist, weil die Fabrik, das geht am schnellsten. Oder nee, stimmt, ich kann ja mit der Fabrik, oh, und da ist sie fertig. Junge, ich bin nur
bin ich komplett los. Ich kann ja schon Panzer produzieren. Ach, die Fabrik ist ja schon Level 2, genau. Weil ich habe da oben gesehen, hier, Fabrik, da ist ja eine 1 dran. Deswegen dachte ich, dass die Level 1 ist und auf Level 2 geupgradet wird gerade. Ach so, ja, dann. Panzer fehlt mir aber was, ja. Das war mir klar. Dann verkaufe ich mal ein bisschen. So, 5000 davon, aber Holz brauchen wir zum Glück hier mal nicht. Kann ich mal verkaufen alles. So, dann 5, okay, Metall ist nicht so teuer. Kaufe ich davon noch, warte, wie viel brauche ich? Ja, dann kaufe ich mal 2000 einfach. Kann dann noch was verkaufen immer. Und Öl, davon brauche ich 3000 waren das. Ja, genau. Ich will hier immer nicht zu viel kaufen, dass ich dann immer noch nachher was verkaufen muss. Ja, dann, wie viel kaufe ich denn dann? Ja, also brauche ich ja nicht viel. 200 mache ich dann. So, und dann habe ich auch noch genug, um den, genug Geld. Und da kommt der Panzer, ja, genau. Ja, dann würde ich sagen, das war's von der Folge. Ich hoffe mal, dass diese Invasion gelingt. Ja, und dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao.